Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Christina Signonidou. Ich wollte euch heute ganz gerne etwas über unsere verschiedenen Brustimplantate erzählen. Auf der einen Seite Eurosilikon und auf der anderen Seite Motiva. Also wir machen ein kleines Unboxing für euch. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu unserem Unboxing-Video. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ich würde euch ganz gern heute etwas erzählen über die zwei verschiedenen Brustimplantate, die wir verwenden. Einerseits die Eurosilikon-Implantate, die ich hier schon mal vorbereitet habe. In solchen Boxen kommen die zu uns. Es sind verschiedene Größen und verschiedene Profile, die wir alle gemeinsam in der Sprechstunde mit euch besprechen. Wir probieren verschiedene Probeimplantate an und ihr sagt mir, nachdem ihr euch für den Spiegel stellt, welches Implantat von der Größe, von der Form, von der Profilhöhe für euch in Frage kommt. So, das ist einmal ein rundes Implantat von der Firma Eurosilikon. Das ist ein hohes Profil, das ist gekennzeichnet als ein 81-Profil mit der Milliliter-Angabe 400 cc. Das bedeutet 400 Milliliter pro Seite. Das mache ich jetzt einfach mal auf. So, das Ganze sieht dann so aus. Natürlich alles doppelt eingepackt, weil es super steril ist. Und so. Das ist so ein Implantat. Das hat eine raue oder strukturierte Oberfläche, wie wir das nennen, und ist insgesamt rund. Das heißt, wenn ich das hier so hinstelle, ist die Silikongelfüllung in Form eines runden Profils hier drin. Das Silikongel ist ein relativ festes Gel. Ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr eine Gelee-Banane durchschneidet. Es ist ja auch kein flüssiges, weichfließendes Gel, sondern eher ein Gel, was wirklich in seiner Form bleibt. Deshalb heißt es auch formstabiles oder kohäsives Gel. Das ist zum einen dieses Implantat, was ich sehr, sehr häufig verwende bei Damen, die sich eine volle Volumenprojektion im Dekolleté wünschen, die also ein volles Dekolleté, eine pralle Brust wünschen. Da würde ich eher ein rundes Profil nehmen, ein hohes oder ein extra hohes Profil. Dann habe ich euch noch ein weiteres mitgebracht. Das ist ein anatomisches Implantat. Die gibt es auch in unterschiedlichen Größen und in unterschiedlichen Profilen. Das zeige ich euch auch gleich mal. So. Hier ist der Unterschied, die Form. Das ist ganz wichtig, weil... So, die Form ist sehr natürlich. Ich zeige euch das mal seitlich. Das sieht so aus, von vorne so. Das heißt, wir haben unterschiedliche Profilhöhen. Im Dekolleté ist es etwas flacher und die Volumenbetonung liegt tatsächlich unten. Das empfehle ich allen meinen Damen, die zu mir kommen mit dem Wunsch nach einer sehr, sehr natürlichen Brustvergrößerung, die man eher nicht so stark sieht. Also es sollte auf gar keinen Fall ein operiertes Aussehen sein und auf gar keinen Fall künstlich. Dann empfehle ich tatsächlich eine natürliche, tröpfchenförmige oder anatomische Brustform wie hier. Beides Eurosilikonimplantate, beide Implantate raue Oberfläche, die sich relativ fester anfühlt im Körper, werdet ihr gleich sehen, wenn wir zu den Motiva-Implantaten wechseln. Und die sind mit dem gleichen schnittfesten Gel gefüllt. So, das war Eurosilikon. Jetzt kommen wir zur Motiva. Das Ganze sieht so aus. Wir fangen an mit einem ergonomischen Implantat. Das ist ein sehr natürliches Implantat von der Firma Motiva. So. Wird auch in diesen Boxen geliefert. Und da sieht man allein schon an der Oberfläche, es ist eine sehr viel glattere, weichere Oberfläche. Das ist eine sogenannte Mikro- oder Nanotexturierung. Könnt ihr euch so ungefähr vorstellen, dieser Nano-Effekt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vom Freund her kennt, wenn er durch die Waschanlage fährt. Wenn Wassertröpfchen auf die Oberfläche von dem Auto kommen, dann gehen die alle in diese Tröpfchenform zurück. Das ist diese Nanobeschichtung. Genau das Gleiche hat dieses Implantat auch. Das bedeutet auch, dass zum Beispiel das Aussehen oder das Anfassungsgefühl, die Haptik, sehr viel natürlicher ist.
als bei diesen Implantaten. Das heißt, das ist ein Implantat, was mit allen Körperbewegungen im Alltag mitgeht. Im Liegen, also wenn ihr im Bett liegt zum Beispiel, ist es rund, hat ein rundes Profil, und im Stehen fällt es leicht natürlich, ist also ähnlich wie so ein anatomisches tröpfchenförmiges Profil, weil es mit weicherem Gel gefüllt ist. Könnt ihr euch nochmal anschauen, also leicht anatomisch und im Liegen eine absolut runde Form. Das ist das sogenannte ergonomische Implantat. Ist so ein bisschen mein Favorit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sich ganz, ganz viele Damen eine volle Brust zwar wünschen, die allerdings noch einen Tick Natürlichkeit aufweisen soll. Und dann würde ich auf jeden Fall das empfehlen. Also ergonomisches Profil von der Firma Motiva. Dann habe ich euch noch eins mitgebracht, ein rundes Implantat. So, auch wieder Motiva, rundes Profil. Das ist im Gegensatz zu dem runden Implantat von der Firma Eurosilikon auch wieder mit einer weichen Oberfläche ausgestattet, aber ist im Gegensatz zum ergonomischen Profil mit schnittfesterem Gel gefüllt. Das heißt, im Liegen rund und im Stehen auch rund. Das wünschen sich Damen, die eher eine sehr pralle Volumenbetonung im Dekolleté sich wünschen und wo auch die Brust ein eher, ich sag mal, gemachtes Aussehen haben darf. Da empfehle ich auf jeden Fall, ein rundes Profil zu nehmen und weniger ein ergonomisches, was ich euch vorhin gezeigt habe. Dann der letzte Typ an Implantaten von Motiva ist ein sogenanntes anatomisches oder tröpfchenförmiges Implantat. Das ähnelt sehr dem tröpfchenförmigen Implantat von Eurosilikon, wie ihr seht, also auch sehr gleiche Form von vorne, von hinten allerdings ein wesentlicher Unterschied. Ihr seht hier die beiden Silikonlaschen. Der Unterschied ist, die werden innen am Brustkorb angenäht und die bleiben dann auch an Ort und Stelle, weil ein sehr hohes Risiko von anatomischen, also tröpfchenförmigen Implantaten, ist das Drehen im Körper, was wir ja auf gar keinen Fall haben möchten, weil das würde bedeuten, dass wir nochmal die Brust nachoperieren müssten. Das Risiko ist hier deutlich reduziert durch diese Silikonlaschen, die eben angenäht werden. Von der Form her fast identisch wie so ein Eurosilikonimplantat. Allerdings, ich sag mal, von der Komplikations, von dem Risiko des Auftretens von Komplikationen ist das deutlich geringer durch das Annähen der Laschen. Genau, also drei unterschiedliche Typen von Motiva, rund, anatomisch und ergonomisch, und zwei unterschiedliche Typen Eurosilikon, rund mit verschiedenen Profilhöhen und anatomisch, wie ihr hier seht. Andere Unterschiede noch, außer der unterschiedlichen Beschaffenheit der Oberfläche, liegen im Wunsch der Patientinnen. Das heißt, Patientinnen kommen zu mir und möchten eine spezielle Brust. Entweder ein natürliches Aussehen oder ein eher künstliches Aussehen, tröpfchenförmige Brust oder runde, aber eben auch ein sehr natürliches Anfassgefühl, also die Haptik, oder eher ein festeres Gefühl. Da würde ich eher die Implantate von Eurosilikon bevorzugen. Die Implantate von Motiva sind generell weicher, gehen also mehr mit den Bewegungen des Körpers mit. Da würde ich tatsächlich eher Motiva empfehlen. Für alle anderen Infos wie Preise etc. und verschiedene Vermessungen, was jetzt euren Körper angeht, könnt ihr sehr, sehr gerne einen unverbindlichen Termin in der Sprechstunde vereinbaren. Da könnt ihr die Implantate auch tatsächlich alle anfassen und auch als Probeimplantate in einen unserer Sport-BHs legen. Also das ist eine ganz schöne Sache, einfach mal am eigenen Körper festzustellen, wie fühlt sich das an, weil das ist immer ein bisschen schwierig, das so in einem Video darzustellen. Aber ich denke, die wesentlichen Unterschiede sind ganz gut rübergekommen. Dann würde es mich freuen, euch in der Sprechstunde bald begrüßen zu dürfen, und ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.